lieber Stier, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Stier bitte. Was ist momentan bei Stier los, bitte? Ach, der Kelche. Fühlt sich nicht mehr so wie früher an, sagst du dir. Fühlt sich nicht mehr so wie früher an. Es fühlt sich so leer an, wie eine Flasche leer. Siehst du hier diese Lücke? Es fühlt sich leer an. Früher habe ich mich so voll dabei gefühlt. Jetzt fühlt es sich so leer an. Okay. Ach, der Kelch ist eine sehr gute Karte. Stier. Ach, der Kelch bedeutet, dass du da nicht irritiert rumläufst. Ja? Man muss, um das Glück zu finden, um die Liebe zu finden, Happy End zu finden, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man versteht, worum es da geht, wenn man von Glück und Liebe redet. Ja? Glück und Liebe, das ist nicht 7 der Kelche. 7 der Kelche ist Strand, Party, Shopping, das ist Kinobesuch, Film angucken, das ist lauter Dopamin-Kelche. 7 der Kelche ist Dopamin. 8 der Kelche ist... Ich weiß jetzt, was langfristig Liebe und Glück bedeutet. Ja, das ist das. Also, du hast hier, oder 8 der Kelche, wundere dich nicht, falls du dich momentan wie ein Außenseiter, wie eine Außenseiterin fühlst. Ja, wenn du da siehst, wie Menschen mega Freude an etwas haben und du nur so Schultern zuckend, das registrierst, so, oder? Und dich halt wunderst, oder warum du dich nicht darüber freuen kannst. Also schon freuen, aber nicht so begeistert darüber bist. Also, ja, nicht, oder? Ich spüre diese Dopamine, die ihr da spürt, spüre ich nicht. Oder stimmt da was nicht mit mir? Nee, es stimmt nicht, oder? Es stimmt schon alles mit dir, Stier. Es ist nur so, dass die Gesellschaft Dopamin jagt und du Dopamin nicht mehr jagst. Okay, du hast das jetzt hinter dir. Du jagst nicht mehr Glücksmomente. Okay. Das ist halt, oder? Falls du hier jemanden gerade im Sinne hast, dann hast du momentan eine Situation mit jemandem, wo andere Freudesprünge machen würden, wo andere dann nicht mehr schlafen könnten vor Freude und gleichzeitig auch Sorgen hätten, Misstrauen, was passiert jetzt, wohin führt das jetzt, was wird das jetzt sein, oder liebt mich dieser Mensch, liebe ich diese. Und bei dir ist einfach so, kannst nicht mal beschreiben, was das ist, dieses Nichts, das du da nicht fühlst. War hier jemand Teil deiner Dopaminphase? Die Dopaminphase hattest du vor 8 der Kelche, kommt 7 der Kelche. Hast du dir hier jemanden angelächelt, Stier, während du Glücksmomente gejagt hast? Die Weltkarte. Ja, ich bin fertig mit diesem Menschen, sagst du. Okay. Ich bin fertig mit diesem Menschen, ich bin fertig mit dieser Sache, ich bin fertig mit jedem aus der Vergangenheit, die waren nichts als Dopaminmomente, nichts als Glücksmomente. Und die Weltkarte ist die letzte große Arkana hier. Ja, damit beendet man eine Ära, ein Kapitel und ich bin jetzt anders, ich habe mich verändert und. Okay. 3 der Kelche. 8 der Kelche hier, 3 der Kelche hier, das macht dann 11 Kelche. Mit 10 wird die Kartenreihe abgeschlossen. Mit Ass der Kelche geht es vorwärts hin zu einer neuen Zukunft. Und jemand will hier, Stier, jemand will hier Frieden mit dir schließen und dieses Mal ganz anders vorgehen wie sonst. Also da schwirrt im Hintergrund, schwirrt hier ein Ass der Kelche. Jemand will hier schon die Gefühle in dir wieder hervorrufen und dafür sorgen, dass du dich wieder verliebst so eben dieses Übersprudeln an Gefühlen will hier jemand wieder bei dir auslösen.
Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. König der Münzen. Ah, okay. Ja, gut. Okay. Okay. Hier habe ich die Nahkarte 0. Ja? Die Nahkarte folgt auf die Weltkarte. Okay. Schau mal. Schau dir den Blick an. Okay, siehst du das? Siehst du hier Kelch in der Hand und dann noch auf dem richtigen Thron. Ja? Hat dein Allerwertesten endlich den richtigen Stuhl gefunden, liebes Gegenüber. Stier, jemand aus deiner Vergangenheit hat sich nun definitiv verändert und verstanden, wie genau man dich emotional erregt, wie genau man dafür sorgen kann, dass du Gefühle entwickelst, wie genau man dafür sorgen kann, dass deine Augen glitzern, wenn du jemanden siehst. Ja, da hat jemand endlich mal den Code geknackt. Ja, weil heutzutage kann man einfach googeln. Ja, Stierfrau. Wie ist die Stierfrau? Wie ist der Stiermann? Da steht es eigentlich geschrieben, aber gut. Aber gut. Man kann einen nur zum Brunnen führen. Okay. Also da hat jemand endlich den Code geknackt und dieser Mensch sieht, wie du auf und davon gehst. Ja, Sophia der Stäbe zeigt sich hier, wird hier auf jeden Fall oder versuchen hier oder dich nicht zu verlieren, diesen Verlust zu vermeiden hier, weil du springst hier ab, letzte große Arkana, erste große Arkana hier. Ja, und dazwischen geht dieser Mensch auf und davon, zwischen diesen zwei extrem starken Karten, und das will dieser Mensch hier nicht oder dieser Mensch will die Chance hier nicht verpassen mit dir und will hier mit König der Münzen, ja, unbedingt, dass du siehst, wie er sie sich hier verändert hat und jetzt zu dem geworden ist, was du von jemandem erwartest, ja. Warum schaut mich jetzt dieser Stier hier so an? Schau mal, hier ist ein Stier, hm? Ist eine Stierlegung hier. Mit deinem Blumenkranz. Du, hier ist etwas ganz Witziges passiert, Stier. So, ich kann nicht mehr reden. Hier ist etwas ganz Witziges passiert. Jemand aus seinem, ihrem Umfeld hat diesem Menschen Tipps gegeben in Bezug auf dich. Aus freiem Willen heraus und einfach das erzählt, was er sie denkt, was richtig ist. Ja? Mit gutem Wissen und Gewissen hat da jemand diesem Menschen in Bezug auf dich Ratschläge gegeben. Und was dein Gegenüber hier nicht weiß, ist, dass dieser Mensch dir ist. Dieser Mensch in seinem, ihrem Umfeld. Und dieser Mensch weiß genauso nicht, dass du Stier bist. Aber es waren genau die richtigen, die treffenden Ratschläge hier. Und deswegen ist jetzt dieser Mensch zu genau dem geworden, was du damals erwartet hättest. Ja. 7 der Münzen. Die Herrscherin. Hier habe ich noch Königin der Münzen. Schau, ist genau das geworden, was du wolltest. Jetzt ist dieser Mensch hier reif. Jetzt sind die Trauben hier reif. Es ist eine ziemlich kritische Legung hier. Ja, zeitlich gesehen sehr kritisch. Die Nahkarte hat sich vorhin gezeigt. Okay, das ist die Nullkarte. Die Weltkarte hier, Nahkarte da. Hier habe ich die Herrscherin. Du hast da bereits Entwicklungen in Bezug auf die Zukunft. Da entwickelt sich bereits etwas in dir. Ja? Die Herrscherin ist eine Schwangere. Da entstehen bereits Ideen, Projekte in dir. Oder 7 der Münzen hier, es ist nicht gerade so, dass du diesem Menschen den Mittelfinger zeigst, okay? Es ist etwas, wo ich investiert habe, sagst du. Ja, es ist durchaus etwas, das ich gerne in meiner Schatzkiste hätte. Die Sache ist nur die, dass dein Herz und dein Leben, ja, wir haben hier mit der Herrscherin auch noch die Stierkarte, ja, ist eine große Arkana Stierkarte hier, ist in der großen Arkana eine Stierkarte. Also einerseits sind da so so Dividenden aus der Vergangenheit, die du gerne einstecken würdest, aber denen du nicht hinterher rennst und für die du hier nicht andere große Gewinne verpassen würdest. Habe ich es korrekt in deiner Sprache verfasst, Stier? Also das sind schon Dividenden. Und die darfst du erhalten, aber du würdest jetzt nicht gerade nachschauen und gucken, ob die wirklich jetzt überwiesen wurden oder nicht, weil du dich momentan voll auf etwas viel Größeres konzentrierst.
Da entsteht momentan etwas anderes in deinem Leben und gleichzeitig muss ich auch darauf hinweisen, ich habe hier Königin der Münzen, König der Münzen, Weltkarte, Nahkarte hat sich vorhin gezeigt. Geschäftlich betrachtet, Stier, sollst du dieses Risiko unbedingt eingehen. Es wird dich vielleicht sogar reich machen, falls du es noch nicht bist, reich machen. Nicht im Herzen reich. Das bist du gar nicht hier. Jetzt ist wie eine Flasche leer. Kontomäßig, ja, finanziell, materiell betrachtet, wird es dich reich machen. Also geh dieses Risiko ruhig ein. Okay. Wir werden jetzt schauen. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber von dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung Stier findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.